Danke von Herzen für die Einführung. Ich fange mal an mit einer Schriftstelle, die uns eigentlich zeigt, wo Gott hin will mit uns allen im Blick auf das Thema Kreuz und das Thema Leid. Im allerletzten Buch der Bibel, fast im allerletzten Kapitel, hören wir vom neuen Himmel und von der neuen Erde und von der neuen Stadt. Und die heißt, also der Seher hört eine laute Stimme vom Thron herrufen und sagt: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. So eindrücklich hat die Frau Dr. Heeremann heute Morgen über die Wohnung Gottes unter den Menschen, vor allem in seinem Volk Israel, gesprochen. Also seht die Wohnung Gottes unter den Menschen, darauf gehen wir zu. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Das hat er ja da angefangen mit Israel im Zug durch die Wüste. Und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Was früher war, ist vergangen. Also Gott will uns eine leidlose Welt schenken, in der er die Mitte ist. Von dieser Vision her ahnen wir, glauben wir, auch von der Schrift her erfahren wir, dass wir zurückschauen können und dürfen und sollen, wie es eigentlich gemeint war. Auch darüber hat ja die Nina Heeremann schon gesprochen und es angedeutet. Und auch gestern der Johannes Hartl hat über Eden Culture gesprochen und geschrieben, also Eden Kultur. Es geht um die Erinnerung, wie es am Anfang war, um zu verstehen, wie wir dorthin kommen, wo Gott uns hinhaben will. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Jeder kennt in der Heiligen Schrift die Anfangsverse, wo Gott innerhalb von einem Zeitraum von 6 Tagen die Welt erschafft. Und es heißt jedes Mal, und er sah, dass es gut war. Immer wieder, ne? Er schafft den Himmel, die Himmelsgewölbe, er schafft die Erde, das Wasser, die Tiere. Und er sah, dass es gut war. Und sowohl das hebräische Wort Tov wie das griechische Wort in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da steht jedes Mal tatsächlich gut. Aber dieses Wort hat auch die Bedeutung schön. In beiden Sprachen. Sie könnten auch übersetzen: Und Gott sah, dass es schön war. Wir haben davon gesprochen, dass Gott seine Herrlichkeit mitteilen und aufscheinen lassen will in dem, was er schafft. Und Gott sah, dass es schön war. Wissen Sie, dass Sie schön geschaffen und schön gemeint sind? Jeder von uns ist schön geschaffen und schön gemeint. Und Gott sah, dass es schön war. Legitime Übersetzung. Der Mensch ist von Anfang an ein Abbild Gottes, und zwar ein Abbild seiner Herrlichkeit. Und er ist, wie wir auch heute Morgen erfahren haben, hineingesetzt als König und als Priester seiner Schöpfung, Gottes Schöpfung. Dann kommt diese Katastrophe, die die Schrift in tiefen Bildern erzählt. Und wenn Sie sich immer wieder mal fragen, ist es jetzt geschichtlich gemeint oder erzählt da, kann man das irgendwie in naturwissenschaftlichen Kategorien fassen? Entschuldigung, nein, ist es eigentlich nicht. Die Schrift erzählt in tiefen, wahren Bildern, was es mit dem Verhältnis von Gott, Mensch und Schöpfung auf sich hat. In symbolischen Bildern. Jeder von Ihnen hat schon mal eine Geschichte gelesen, vielleicht eine mythologische oder märchenhafte Geschichte oder einen Roman, und Sie haben sich hineinnehmen lassen und haben gespürt, da geht es um mich. Da ist eine Wahrheit drin, die zutiefst mich anspricht, mich meint.
In diesem Sinn, vielleicht noch etwas wahrer als das, was ich jetzt gesagt habe, ist die Geschichte aus der Schrift, weil sie vom Heiligen Geist mitgewirkt ist. Und die Schrift erzählt uns nun, wie die Schlange, also den ersten Menschen, das erste Menschenpaar, verführt. Und zwar mit der Einrede, mit dieser seltsamen Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft. Und ja, da muss die Eva schon überlegen, gell, was redet der jetzt da eigentlich oder dieses seltsame Wesen? Und wir dürfen von allen Bäumen essen. Gott schenkt uns alle Bäume. Und da hat er sich was vorbehalten und da kommt das Misstrauen der Schlange rein und sagt, und pass auf, gell, jetzt sage ich es mit meinen Worten, das Entscheidende enthält er dir vor. Gott ist ein alter Geizkragen, der gönnt dir nicht, dass du so wirst wie er, dass du so klug wirst, dass du zwischen Gut und Böse unterscheiden kannst. Das gönnt er dir nicht, aber du hast ein Recht drauf, nimm's dir. Du musst selber gegenüber ihm selbstbewusst werden, autonom werden, nimm's dir. Ja? Also das ist so gewissermaßen die Einflüsterung, die da kommt. Die Eva nimmt, die Geschichte ist vielfach intensiv ausgelegt worden. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich auf einen bestimmten Punkt raus will. Eva kostet von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse, reicht die Frucht weiter an ihren Mann, den Adam. Und auf einmal erkennen beide, auch darüber haben wir heute Morgen nachgedacht, dass sie nackt sind. Und die Nina hat es ausgelegt im Sinn von, da entgeht ihnen gewissermaßen etwas von der Herrlichkeit Gottes. Sie erkennen einander nicht mehr im Licht Gottes. Sie schämen sich füreinander. Ein Psychologe würde wahrscheinlich sagen, sie sind jetzt desintegriert. Den Begriff benutze ich vielleicht ein bisschen öfter jetzt. Was meine ich mit desintegriert? Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht oder macht sie jeden Tag oder fast jede Stunde oder noch öfter, dass sein Kopf was anders will als sein Bauch, dass die Gefühle was anders sagen als die Vernunft, dass der Trieb jetzt Hunger hat, aber der Kopf sagt, jetzt müsst ihr aber hocken bleiben und dem Bischof zuhören oder so, gell? Und der andere möchte gern bieseln und sagt, kann ich jetzt mich da vorbeidrucken und so, das geht nicht, da sehen mich alle. Also, was ich sagen will, aber ne, wir können noch so viele Beispiele dazu nehmen, was unseren Leib betrifft. Gell? Vielleicht hat der eine jetzt Kreuzschmerzen und kann nicht gescheit hocken und der nächste merkt, dass er vielleicht doch abnehmen soll und die andere merkt, dass sie vielleicht doch zunehmen sollte und dann wird man älter und ich habe heute nicht so wahnsinnig gut geschlafen und so weiter. Gell? Wir sind nicht mehr ganz. Keiner von uns ist ganz. Und wisst ihr, wann wir am meisten ganz sind? Wenn wir irgendwie in einen Zustand von Selbstvergessenheit kommen. Also jeder von euch hat schon mal erlebt wahrscheinlich, dass er in einem intensiven Gespräch ganz bei der Sache ist. Oder wenn jemand gerne Musik macht und irgendwie sich in die Musik hineingibt, ganz bei der Sache. Da merkst du plötzlich, da sind Kopf, Bauch und Gefühl ganz da. Und es ist nichts Geistloses. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist was Ich-Vergessenes. Ich-Vergessen. Nicht geistlos, zutiefst geistvoll. Ja, ich habe zum Beispiel sowas immer erlebt, ich habe gern mit meinen Studenten Fußball gespielt in Benediktbeuern. Und du gehst auf den Platz raus und haust dich rein und bist 1,5 Stunden irgendwie auf dem Platz und denkst dann nach 1,5 Stunden, was ist die Zeit schon vergessen? Also vergangen. Aber meine Lieben, wenn ich gewissermaßen so ein Ehrgeizling war, wie ich manchmal war, gell, da kommt dann plötzlich das Ding, ich muss jetzt das Tor schießen. Gell? Hoffentlich sieht er jetzt mich. Hoffentlich gelingt mir meine Leistung, sind ein Haufen Zuschauer draußen, hübsche Mädels, weiß ich was. Ich muss mich jetzt präsentieren, dann geht es meistens schief. Okay? Weil dann ist man viel mehr bei sich als bei der Sache selbst. Ja? Ist ein wichtiger Punkt, um das nachher zu verstehen, was wir
was wir miteinander bedenken. Jedenfalls, wenn sie, der Herr sagt uns ja auch immer, dass wir werden sollen wie die Kinder. Das hat auch ganz viele Facetten, aber ich glaube, einer der schönsten Aspekte dieses Werdens wie die Kinder ist, dass Kinder wie selbstverständlich selbstvergessen sein können, selbstvergessen spielen können. Ja? Natürlich ist es keine Idealisierung von Kinder hat weiß, wie egozentrisch die auch sein können. Gell? Aber ein selbstvergessen spielendes Kind, wissen Sie, warum das kann? Weil es sich wie selbstverständlich getragen weiß von der Liebe von Mama und Papa. Die sind ja da. Deswegen kann ich mich irgendwie im Garten bewegen, wie ich will, weil das ist ja Mama und Papas Garten. Ich kann da rausgehen und irgendwie sind sie in dem tiefen Vertrauen, dass Mama und Papa da sind und sie beschützen. Und zwar, und das ist das Interessante, sie sind in dem Vertrauen von innen her. Ja, das ist ein Liebesvertrauen. Und wenn die Kinder was Schönes erleben, zumindest ein kleines Kind, es geht wie selbstverständlich zu, Mama, schau mal, gell, was ich gesehen habe. Und zeigt's der Mama und zeigt's dem Papa. Oder wenn es was Gutes gemacht hat, dann muss es der Papa sehen, unbedingt. Gell. Wie selbstverständlich ein inneres Vertrauensverhältnis, Bezugnahme zu den Eltern, immer vorausgesetzt, es funktioniert einigermaßen, ne, das Familien- und Eltern-Kind-Verhältnis. Es gibt ja genügend, wo es nicht funktioniert. Aber da erinnern wir uns an das Thema Ursprungszustand, Selbstvergessenheit, Kindheit, Hingabefähigkeit. Aber mit dem, was Adam und Eva da erleben und was uns geschildert wird, zieht gewissermaßen die Hässlichkeit in das Menschenherz rein. Die Hässlichkeit zieht ins Menschenherz. Wir erleben, wie sich Adam und Eva vor Gott verstecken. Und jetzt habe ich kürzlich einen Vortrag gehört, der hat mir wirklich ein bisschen die Augen geöffnet. Vor allem, weil, wenn man die Szene, wie Gott jetzt den Menschen anspricht, vom Neuen Testament her sich nochmal dazulegen lässt und ergänzen lässt vom Blick des liebenden Vaters. Denken Sie an den Vater, der den verlorenen Sohn heimkommen sieht. Ja? Wie der schaut. Jetzt, ich habe früher oft gedacht, also die verstecken sich und Gott schreitet durch den Tagwind im Garten Eden einher und ruft, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und jetzt fragen Sie sich mal, wie Sie diesen Ruf hören würden. Also da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ich bin der strenge Lehrer und drehe mich gerade um und irgendeiner wirft einen Papierbatzen gegen die Wand oder so, vielleicht nur einen nassen, und der Lehrer dreht sich um und sagt, wer war das, wo bist du? Und, ne, und mich reißt und ich denke mir, um Gottes Willen, was will denn der von mir? Gell? Ich war's vielleicht oder ich habe was ausgefressen, sowas, ja. Okay. Oder denkst du, vom Neuen Testament das Alte mit hineingenommen, da kommt Gott und natürlich weiß er, wo Adam ist. Und er fragt ihn voller Herzensleid, Mensch Adam, wo bist du? Was hast du gemacht? Was ist jetzt, hast du wirklich? Also versteht ihr, der liebende Vater, der spürt, dass sein Lieblingsgeschöpf ein anderer geworden ist und dass jetzt die Tragödie losgeht und dass jetzt von jetzt an die ganze Schönheit verschwindet oder nicht ganz untergeht, aber verdunkelt wird, weil jetzt zieht die Hässlichkeit ins Herz des Menschen ein. Jetzt zieht die Hässlichkeit. Und man könnte die Geschichte noch weiterspinnen und sagen, und er sagt dann, hast du wirklich von der Frucht gegessen, die ich verboten habe, dir zu essen? Okay? Das habe ich ja nicht für mich gemacht, sondern für dich. Das hat was mit dir zu tun. Und Adam hätte jetzt vielleicht noch die Chance zu sagen, ja echt, es tut mir wirklich leid, ich habe Mist gemacht. Okay? Aber was macht Adam? Sieh was.
sie was. Was macht die Eva? Die Schlange war's. Die Schlange war's. Also das heißt, Adam verwirkt in dem Moment, könnte man sagen, auch nochmal die Geschichte, die Möglichkeit nochmal umzukehren. Und wenn das Kind sagen würde zu Papa, ich habe was ausgefressen, tut mir echt leid, der Papa kann doch gar nicht anders als das Kind in den Arm nehmen. Aber in dem Moment ist irgendwie die Geschichte zu Ende und die Bibel erzählt weiter, sie haben das Paradies verlassen. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Also es geht ja, das hat die Nina heute Morgen auch deutlich gemacht, es geht ja immer um die Frage, dass wir in ein inneres Verhältnis kommen. Also irgendwie, Adam und Eva sind jetzt ein bisschen so wie Pubertierende, viele von euch sind Eltern, Pubertierende, gell? Die Mama hat den Buben schon noch gern. Aber sie kommt innerlich nicht mehr hin. Gell? Er sperrt sich dauernd ins Zimmer ein und hört komische Musik. Aber sie macht ihm noch was zu essen. Gell? Und die Wäsche wäscht sie auch noch. Gell? Aber innerlich ist er weg, der Kerl. Sie mussten das Paradies verlassen und Gott sorgt immer noch für sie. Was macht er? Er macht ihnen Röcke. Gell? Mama wäscht die Wäsche. Er macht ihnen Röcke. Jetzt, aber die Röcke, meine Lieben, also das habe ich auch, das ist mir auch das erste Mal vor, wo ich das gehört habe, um Röcke von Tieren aus Tierfellen zu machen. Was tut Gott da? Ein Opfer bringen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Du musst um einen Fellrock zu machen, ein Tier schlachten. Also Gott tut was für sie, aber sie sind innerlich weg. Und das haben wir heute Morgen auch gehört. Die ganze Geschichte ist gewissermaßen eine Rettungserzählung. Gott will durch die Kategorie Bund immer wieder neu Bund und Propheten und Tempel immer wieder neu sagen, ich bin doch da. Und ich meine euch wirklich. Aber von dem Augenblick an, wo der Mensch gewissermaßen die Hässlichkeit in sich reinlassen hat, besteht die Hässlichkeit. Ja, als erstes kommt sofort die Lüge, die ist schon da, die Scham, die Erfahrung von Schuld, das nicht zugeben wollen. Und dann geht es ja weiter mit Kain und Abel, der Neid, gell, der Bruderzwist, der Mord und bis zur Sintflut geht es gewissermaßen in katastrophaler Steigerung weiter, die Bosheit des Menschen, sodass es Gott reut, dass er die da überhaupt gemacht hat. Erzählt die Schrift. Ja. Aber natürlich, er macht weiter, weil er dann den Noah und dann kommt die ganze Vätergeschichte und Gott will immer und immer wieder den Menschen an sich ziehen. Aber, meine Lieben, wenn Sie dann nochmal zurückgehen auf die Folgen des Sündenfalls. Eva bekommt gesagt, okay, du wirst jetzt unter Schmerzen Kinder gebären. Und das Verhältnis zu deinem Mann wird jetzt auch irgendwie nicht mehr einfach nur, ihr habt euch gern im Licht der Sonne Gottes und seiner Liebe, sondern da gibt's ein eigenartiges Verhältnis von Macht und Begierde. Er wird über dich herrschen, du wirst dich nach ihm verzehren. Und er kriegt die Folge ist ein eigenartiges Verhältnis zur Schöpfung. Gell, das ist nicht mehr einfach nur Milch und Honig fließen ihm zu, sondern im Schweiße deines Angesichts wirst du den Acker bearbeiten. Jetzt kann man das auch wieder positiv berichten. Warum? Weil, wissen Sie, und das glaube ich, wenn ich vorhin den barmherzigen Vater dazugelegt habe, dann deswegen, weil Gott sieht, dass ab jetzt keine authentische Liebe mehr möglich ist für den Menschen ohne die Kategorie des Opfers. Ab jetzt gibt es keine authentische Liebe mehr, die nicht Opfer, Hingabe, Ich-Überwindung einschließen würde. Es kostet den Menschen etwas, jetzt der zu werden, der er sein soll. Wer soll er denn sein? Naja, ein Liebender. Aber die Liebe ist nicht etwas, was ich
sagen wir mal, irgendwie erstens nicht aus mir selber habe und dann sage ich, jetzt habe ich dich gern, weil du mich auch gern hast. Das tun alle, sagt Jesus. Sondern die Liebe ist gewissermaßen der Grund, aus dem wir geschaffen sind. Und wir können geistlich und als ganze Menschen, weil geistlich ist die Dimension, die den ganzen Menschen tief lebendig macht, nicht leben, ohne dass wir Liebende wären. Im ersten Johannesbrief schreibt der Autor, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Meine Lieben, wenn Sie sich jetzt fragen, können Sie lieben? Naja, irgendwas liebt doch jeder und irgendwie spürt jeder, dass es in diesem Leben um Liebe geht. Aber eigentlich sind wir berufen, aus der Liebe zu leben, die Jesus uns schenkt. Im Johannesevangelium sagt er, bleibt in meiner Liebe, in den Abschiedsreden. Und er sagt auch, er ist gekommen und schenkt sich uns, damit die Liebe, mit der der Vater ihn geliebt hat und er den Vater, damit die in uns ist. Das heißt, die bloß biologische Art von Leben, die wir in uns haben, die neigt dazu, etwas als Liebe zu verstehen, ja, was in ganz vielen Fällen doch subtiler Egoismus ist und besitzergreifend ist. Und bei Jesus ist nichts davon, weder subtiler Egoismus noch besitzergreifend. Das ist unsere Berufung. Aber noch einmal, seit dem Verlassen des Paradieses, glaube ich, gibt es keine authentisches Ringen um die Liebe, die Jesus uns geschenkt hat, ohne dass sie die Kategorie des Opfers mit einschließen würden. Und das haben wir gestern in dem Vortrag vom Johannes Hartl gesehen, bei den Leuten, die da in der Ukraine helfen beispielsweise. Das haben wir heute hier bei denen gesehen, bei den Vieren, die gelernt haben, mit ihrem Leid im Licht Gottes umzugehen und es mit Gott in Verbindung zu bringen. Ich sage gleich noch was das mit Schönheit zu tun hat. Zunächst einmal, mit dem Verlassen des Paradieses kommt von vorne in einer gebrochenen Welt nicht nur einfach das Schöne, Wahre und Gute auf uns zu, sondern in dieser gebrochenen Welt gibt es jetzt Lüge und Verrat und Hass und Neid und Gier und Ehrgeiz und was auch immer. Ja? Wissen Sie, was die Folge ist? Also ich habe den Boden des Getragenseins von der Liebe Gottes verloren. Irgendwie bin ich raus aus der Nummer, ich schäme mich, ich bin nackt, ich habe das Paradies verlassen, ich spüre äußerlich noch, Gott ist vielleicht mich da und umkleidet mich. Mein Herz ist gebrochen. Also baut sich in mir ein kontrollierendes Ich auf, das fortan zuerst schauen muss, wo ich bleibe. Ja, weil ich bin ja jetzt in eine Welt gesetzt, in der ich bedroht werde. Wenn wir auch das wieder auf Kinder applizieren, das kleine Kind, jede Mama, jeder Papa sagt doch dem kleinen Kind erst einmal, dass die Welt wahr, gut und schön ist. Gell? Wie schön ist, weiß ich was, der Himmel, die Sterne, die Blumen, die Kinder, die jungen Hunde. Wie schön ist das? Und jede Mama, jeder Papa hält so lang, wie es geht, das Leid, das Übel, die Lüge vom Kind fern, solang es geht. Ja? Und trotzdem weiß jeder, der Kinder hat, irgendwann kommt es, vielleicht schon ganz früh, vielleicht furchtbar, vielleicht völlig überfordernd für ein Kind, ja? Dass ein Kind verraten wird oder Schmerz erleidet oder Verwundungen hat oder tief krank wird oder die Mama stirbt oder was auch immer passieren kann. Ja? Aber jeder normale Mensch will doch seinem Kind paradiesische Verhältnisse, solange es geht, bewahren und es langsam an die Realität der Welt heranführen. Ja? Und die Realität bedeutet dann wieder, okay, jetzt muss ich aufpassen. Jesus sagt selber, seid klug wie die Schlangen, aber arglos wie die Tauben. Ja? Aber
von vorne kommt uns Bedrohung auf uns zu, weil wir ahnen, die Welt ist zwar wahr, gut und schön, aber vielleicht bin ich schon so verletzt worden in meinem Leben, dass ich das überhaupt nicht mehr glauben kann. Vielleicht bin ich schon so runtergezogen, dass ich am liebsten die Tür zumachen und niemanden mehr sehen will, weil ich Angst habe vor dem, was kommt. Angst ist sowieso die Riesenkategorie in der Schrift, die der Herr immer neu überwinden will mit "Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht", das so oft kommt. Aber unser Herz ist nicht mehr heil, die Welt ist nicht mehr heil und deswegen tue ich mich schwer mit Lieben. Wisst ihr warum? Weil Liebe immer bedeutet, ich mache mich verwundbar. Weil wenn ich mich nicht authentisch öffne, wenn ich nur von mir her kontrolliere und meinen Einsatz nur dosiere und mich kontrollierend auf Abstand halte, dann mache ich mich nicht verwundbar. Und es gibt keine Liebe, die den Namen verdient, die sich nicht verwundbar macht. Das ist die Tragödie, die Gott sieht. Gell, mein Adam, was hast du gemacht? Gell, du bist doch zur Liebe bestimmt und jetzt rennst in das Schlamassel und hast dir so die Hässlichkeit zugezogen. Die Hässlichkeit zugezogen. So, das heißt, meine Lieben, und das haben die beiden auch, oder die vier auch gesagt, im Grunde gibt es in dieser Welt auch kein Reiferwerden und auch kein innerlich schöner werden, ohne dass das mit Herausforderungen im Leben oder Leiterfahrungen zusammenhinge. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Und wisst ihr, wenn wir versuchen, das jetzt nochmal auf die Schönheit des Anfangs zu beziehen, alle vier haben Zeugnis davon gegeben, dass ihr Herz schöner geworden ist. Dass ihr Herz schöner geworden ist. Wisst ihr, ich war ein junger Mann und es gab eine Zeit, ich habe mich erst relativ spät wirklich zum Herrn Jesus hingewandt und es gab eine Zeit, da habe ich mich viel mehr für Mädchen interessiert als für den Herrn Jesus. Wahrscheinlich wie die meisten jungen Leute. Und ich habe mich natürlich als junger Kerl für die schönen Mädchen, das könnte man jetzt genauso, gell, genauso umgekehrt sehen, gell, es trifft die Mannsbilder ganz genauso, ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Und dann triffst du jemanden, der, sagen wir mal, optisch besonders schön ist. Das heißt, die Person hat wahrscheinlich wahnsinnig viel äußerlich investiert in ihre Schönheit. Und oft. Und du triffst auf das Phänomen, gell? Du willst jetzt mit der Person reden über Dinge, die irgendwie das Leben ausmachen und vielleicht Philosophie oder ich weiß es nicht. Und du denkst dir, ist das jetzt wirklich innen so hohl, wie es ausschaut? Oder... Ja, ich will jetzt, okay. Ist nicht so, ja, es ist nicht so, dass ich schon den Herzensblick gehabt hätte, der wirklich auch die Schönheit in einem Menschen gesehen hat, der sich jetzt nicht um seine innere Schönheit gekümmert hat, weil die ist ja trotzdem da, weil der Herr liebt die Person genauso. Aber ihr ahnt, was ich meine. Okay? Wirkliche Schönheit für uns alle, die gibt es natürlich äußerlich, äußere Attraktivität, aber ganz ehrlich, schauen wir uns gegenseitig in die Augen, die vergeht da. Gell? Gell? Ganz ehrlich. Und echt zügiger, als man denkt. Zügiger, als man denkt. Ja? So, das ist nur so ein bisschen ein Lockmittel. Aber die eigentliche Herausforderung, die der Herr uns stellt, wir sind berufen, innerlich schön zu werden, meine Lieben. Und das ist nur ein anderes Wort für liebesfähig zu werden. Es ist nur ein anderes Wort für liebesfähig zu werden. Hingabe zu lernen, Dankbarkeit zu lernen, weil ich nicht mit meinem kontrollierenden Ego der Chef im Ring bin, sondern weil ich das Wichtigste im Leben, alles, was es im Leben wirklich an Wichtigem gibt, nicht aus mir selbst habe. Nicht aus mir selbst.
alles nur empfangen haben. Weil der Bischof Rudolf heute seinen Primitspruch gesagt hat über die Herrlichkeit Christi unter uns. Meiner ist aus dem 2. Korintherbrief: Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Und wenn du es nicht empfangen hast, oder wenn du es empfangen hast, dann gibt es keinerlei Grund, dir darauf was einzubilden. Ja? Also, sondern aus dem Dank zu leben. Und jetzt, wenn ich das so sage, das klingt so streng, meine Lieben, aber das ist echt der tiefere Sinn, warum wir unterwegs sind und wozu wir unterwegs sind. Das heißt, der Herr benutzt jetzt auch das Leid und die Mühsal und die Plackerei und die Schicksalsschläge, um uns darin zu lernen, schöner zu werden, seine Herrlichkeit neu zu wiederzuspiegeln. Dafür will er uns gewissermaßen erziehen. Ja? Jetzt muss ich an der Stelle vorsichtig sein, weil ich will nicht den Eindruck erwecken, dass jedes Leid, das es in der Welt gibt, automatisch eine Erziehungsmaßnahme Gottes ist. Das könnte viel zu schnell zynisch sein. Ne? Es gibt so viel unfassbares, unerklärliches Leid in der Welt, das nicht einfach nur zur Erziehungsmaßnahme Gottes taugt. Wir können vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Die erste wäre, wir wissen nicht, wie der große Heilsplan Gottes verlaufen wird und was er mit dem unfassbaren Leid, das keiner von uns erklären kann, warum jetzt Menschen darin stecken, was er damit macht, kann keiner erklären, wissen wir nicht. Und die zweite Möglichkeit, die noch viel tiefer reicht, Seit Jesus, muss ich aufpassen, weil ich dann immer gleich sentimental werde, seit Jesus ans Kreuz gegangen ist, gibt es in dieser Welt keine leidende Kreatur mehr, mit der er nicht mitleiden würde, an deren Seite er nicht stehen würde. Gott steht an der Seite jeder leidenden Kreatur und jedes leidenden Menschen vor allem. Das heißt, selbst wenn wir im sinnlosesten, tiefsten Loch stecken, für das es keine Erklärung gibt, es gibt immer noch die Möglichkeit, am Kreuz sich festzuhalten, weil der Allergerechteste von allen den scheinbar sinnlosesten, ungerechtesten Tod gestorben ist, den die Welt je gesehen hat. An diesem Kreuz können wir uns immer noch festhalten. Für mich denke ich mir manchmal, wenn es diese Perspektive nicht gäbe, wenn Leid und Tod am Ende das letzte Wort hätten, dann könnte es da gleich die Kugel geben. Ha, aber es gibt den Herrn. Es gibt ihn. Ja, und er ist mit uns in jeder Art von Leid, ohne irgendwie Leid damit schönreden zu wollen, oder das ist mir schon einmal ganz wichtig. Ja. Jetzt möchte ich noch mal das Thema Herrlichkeit aufnehmen, weil ich vorhin gesagt habe, wir sollen schöner werden. Ne? Die Antike kennt dieses Wort Kalos, Kalon für schön, kennt sie auch für die schöne Tat. Ein klassisches Beispiel ist dafür Antigone aus einer Tragödie des Sophokles, die unter der Drohung der Todesstrafe ihren toten Bruder beerdigt und sagt, sie tut es, weil es das Recht der Götter oder der Wille der Götter ist, dass man Tote beerdigt. Und sie war aber in Kriegswirren verwickelt und hat es unter Drohung mit Todesstrafe getan. Einfach auch ihr Leben damit riskiert, um ihren Bruder zu beerdigen. Die Antiken, die Alten haben dafür gehabt, die schöne Tat, ja, etwas, was nicht einfach nur rational und vernünftig ist, womit du überleben kannst, sondern was schön ist. Was schön ist. Denkt an das, was Pater Kolbe im Konzentrationslager getan hat. Ja, war das vernünftig? War das rational? War das irgendwie? Nee, aber es war unfassbar schön. Aus dieser Sicht, ja, aus dieser Sicht merken wir, wie im Leben und in der Hingabe von Pater Kolbe die Herrlichkeit Gottes aufstrahlt, weil es eine schöne Tat war.
Das heißt, meine Lieben, wenn wir im Herzen schön werden wollen, dann müssen wir lieben lernen. Und lieben lernen geht nicht ohne die Bereitschaft zu leiden und mitzuleiden. Das ist in dieser Welt leider nicht mehr möglich. Der Mensch ist schön geschaffen und gemeint. Und wenn ich vorhin gesagt habe, er ist desintegriert, gell, also Verstand und Wille und Körper und Müdigkeit und weiß ich was, Trieb und alles und Hunger und Durst, alle treiben mich aus. Ich bin nicht mehr ganz. Der Thomas von Aquin hat ein ganz schönes Wort gesagt. Er hat gesagt, die Liebe, und er meint die Liebe, die von Christus kommt, ist eine vis concretiva, eine Kraft. Concressere heißt zusammenwachsen. Eine Kraft, die dich wieder zusammenwachsen lässt, die dich ganz macht. Und deswegen auch schön. Wissen Sie, ich habe der Mutter Teresa ins Gesicht schauen dürfen. Die alte, bucklige, verschrumpelte Frau, gell, mit ihren, weiß ich wie viele Falten und mit ihren krummen Finger. Und ich habe gedacht, so eine Schönheit. Und dann hat jemand gefragt, Mutter Teresa, gell, jetzt sind sie schon so alt und sind immer noch so aktiv und wie halten Sie das denn aus? Wissen Sie, was gemacht hat? Mit ihren krummen Fingern ist in ihre Tasche und hat einen Rosenkranz aus der Zunge und so herzog, triumphmäßig. Was macht die Mutter Teresa schön? Ihr Gebet zur Mutter Gottes, zum Herrn im Rosenkranz. Das heißt, wir sollen Menschen werden, die überfließen vor Liebe. Das Schöne ist es, was nicht einfach nur nützlich ist. Das Schöne ist es, was überfließt. Das Schöne ist es, was unter Nützlichkeitsaspekten keiner braucht und unter Menschlichkeitsaspekten wir mehr brauchen als alles andere. Das Schöne. Christus will, dass wir vom Herzen her schön werden. Jetzt, meine Lieben, jetzt schaue ich mit Ihnen miteinander aufs Kreuz. Wir lesen in der Schrift, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde, sagt Jesus. Paulus sagt, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, also nicht einmal seine Freunde. Gott hat den, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht. Das sind so Wörter, die uns echt schwer machen, dass wir sie nachvollziehen. Und ich möchte euch vielleicht eine Brücke bauen, die uns helfen kann. Der Karl Rahner hat einmal ein bisschen provozierend die Frage gestellt, großer Theologe des letzten Jahrhunderts, was habe eigentlich ich davon, wenn es dem am Kreuz dreckig geht? Was habe ich davon? Schwierige Frage, gell? Aber meine Lieben, jeder von Ihnen weiß, wenn er einen Menschen hat und er leidet und ein Mensch, der mit Ihnen das mitträgt, stellt sich an Ihre Seite. Jeder Mensch weiß, dass der mit Ihnen mitleidet, sich an Ihre Seite stellt. Gewissermaßen, wir sagen auch bildlich gesprochen, der trägt dich mit. Der trägt dich mit. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann zieht es einen den Boden unter den Füßen weg, weil man nicht mehr so mitgetragen ist. Ja? Die Mama steht an der Seite des kranken Kindes und trägt es mit. Und wir wissen, dass wenn die Mama wirklich dasteht und Vertrauen zwischen Mama und Kind besteht, dass dann das Kind schneller heilt. Das wissen wir. Auch Wunden heilen schneller. Ja? Weil es mitgetragen ist im Geborgenheitsraum von der Mutter. Wenn das stimmt, dass der Liebende gewissermaßen einen Raum eröffnet, in den der Geliebte eintreten kann und sich mittragen lassen kann und ihn das irgendwie heiler macht, wir sagen manchmal, in deiner Nähe kann ich sein, wie ich bin, da muss ich mich nicht verstellen, da muss ich nicht komisch sein, ich komme in deine Nähe, du trägst mich mit. Wenn das stimmt, was hoffentlich jeder von Ihnen auch irgendwie nachvollziehen kann, dass wir in der Nähe von geliebten Menschen getragen sind, heiler werden, wenn sie uns denn mittragen, wenn sie in einer ehrlichen Weise offen sind. Dann gibt's eine Frage,
wie wir eigentlich dem auskommen, dass uns von vorne, ich habe Ihnen gesagt, in dieser Welt, wenn ich mit meinem hässlichen Herzen in die Welt gehe und lauter anderen hässlichen Herzen begegne, dann will ich mich kontrollierend in mich eindrehen, weil ich bedroht bin und verletzt werde und betrogen werde und so weiter. Und ich soll aber lieben lernen, das heißt, ich setze mich dem Risiko aus, verwundet zu werden. Jetzt, meine Lieben, von da vorne kommt mir nicht nur der Hass entgegen oder die Lüge oder der Verrat. Wissen Sie, was das Schlimmste ist, was mir von vorne entgegenkommt? Der Tod. Das, was mir von vorne entgegenkommt, ist der Tod. Ich will aber unter allen Umständen am Leben bleiben. Was ist der Tod für ein Phänomen? Wann kommt der in diese seltsame Schöpfung hinein? Ja, auch wieder mit dem Sündenfall. Das heißt, im tiefsten Sinn gedacht ist das, was uns am meisten hindert zu lieben, die Angst vor dem Tod. Ich muss mich nach vorne öffnen, ich muss mich ganz hingeben. Das wäre meine Zielvorstellung, ich möchte lieben lernen, aber ich will mich gleichzeitig in dieser Welt festmachen und festhalten und schützen. Das heißt, meine Lieben, es müsste einen geben, der so tief an meine Seite treten könnte, so tief gewissermaßen den Boden für mich bereiten könnte, mich tragen könnte. Der den Tod besiegt hat und mit dem ich den Tod besiegen könnte. Hans-Urs von Balthasar sagt, Christus ist das Herz der Welt. Und mit Herz meinen wir den Radius gewissermaßen der Beziehungsfähigkeit, den jemand offen hat, in den man hineintreten kann und sich mittragen lassen kann. Trete ich voller Vertrauen in den herein, der das Herz der Welt ist. Und lass mich von dem tragen. Wenn ich das kann, meine Lieben, wenn ich mich in dieser Weise tragen lassen kann, dann lerne ich mit Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Und dann lerne ich mit Paulus sagen, nichts. Weder Tod, noch Kälte, noch Verrat, noch böse Brüder, noch Hunger, noch Tod. Nichts kann mich trennen von der Liebe Christi. Liebe Schwestern und Brüder, wenn das stimmt, dass wir aus unserer eigenen Kraft nicht mehr in voller Weise liebesfähig sind, nicht mehr in voller Weise schön sind, weil wir Angst haben vor diesen Bedrohungen und letzte Angst haben vor dem Tod, dann brauchen wir einen, der uns da durchführt und der in völliger Freiheit, in völligem Überfluss, in überfließender Liebe, nur für uns, nur für dich und mich, das auf sich genommen hat und zur Sünde sich gemacht hat. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, wenn wir aufs Kreuz schauen und mit dem Psalmisten sagen, du bist der Schönste von allen Menschen. Du bist der Schönste von allen Menschen. Für immer hat Gott dich gesegnet. Meine Lieben, ich möchte von dort mit Ihnen fragen, was passiert mit uns in der Anbetung? Wenn wir Anbetung lernen, einüben, dann lernen wir in die Nähe der Schönheit gehen, die überfließt, und lernen selber in diesem Sinne überflüssig zu werden. Die Welt wird sagen, was nützt dir das? Was bringt dir das?
Du hockst da vor einer Hostie und schaust die an. Genau. Ich bin in der Gegenwart dessen, der der Schönste von allen Menschen ist und der mir hilft, schöner zu werden, liebesfähiger zu werden, ihm mein Herz zu geben. Schaffe ich das immer ganz gut? Bin unruhig, ich habe viele Gedanken, der alte Adam in mir denkt, du hättest viel was Besseres zu tun. So, was machst du jetzt da? Kommst du in die Anbetung, in die innere Haltung? Manchmal nicht. Anbetung ist die Einübung in das Umsonst der Liebe. Die, die mich schon öfter reden gehört haben, die wissen, dass ich von meinem alten Lehrer Ferdinand Ulrich dieses Wort immer und immer wieder sage. Die Liebe ist umsonst in der doppelten Bedeutung des Wortes. Gratis und in den Augen der Welt vergeblich. Bringt nichts. Aber jeder von Ihnen möchte umsonst geliebt werden. Jeder und jede. Und nicht, weil sie so intelligent sind, vielleicht auch, natürlich, oder vielleicht, weil sie so schön sind oder so gut kochen können oder so toll musizieren können. Über Eigenschaften kommen wir einander näher, aber wenn es nur bei den Eigenschaften bleibt. Wer kennt das alte Lied von Reinhard Fendrich, weil du Herz hast wie der Bergwerk? Ja, so. Ach komm, kennt ihr nicht? Ein paar kennen es schon, gell? Ja, genau. Wisst ihr, da kommt eine wunderbare Zeile vor. Ich weiß, die muss da dem Fendrich da, also er singt ein Liebeslied auf seine Geliebte und die immer bei ihm bleibt, auch wenn es schwierig wird. Ich glaube, inzwischen sind sie getrennt, aber ich weiß nicht. Jedenfalls sagt er die großartige Zeile, weil es den Grund, warum du bei mir bist, nimmer warst. Weil es den Grund, warum du bei mir bist, nimmer warst. Wissen Sie, wie sich das anfühlt, wenn man umsonst geliebt ist? Ich liebe dich einfach so, weil du bist. So liebt Gott, und zwar bis dahin, der Schönste von allen Menschen. Anbetung heißt Einübung in die Liebe, die umsonst ist, die uns hoffentlich schöner macht, weil wir uns von der Schönheit dessen anstrahlen lassen. Anbetung lehrt, Gott aus dem eigenen Zugriff loszulassen und sich ihm auszusetzen. Anbetung lehrt, die Ich-Kontrolle zu verlieren und vorhin ist so schön gesagt worden vom Bruder Martin, ihm die Kontrolle zu übergeben über unser Leben. Anbetung erleidet die Stille und eigene Rastlosigkeit, bis das eigene Herz still wird und bis es lernt, bei Gott auszuruhen. Anbetung erträgt das Schweigen Gottes, bis sie lernt, das leise, zärtliche Sprechen Gottes zu hören. Anbetung lehrt, zurückzutreten vom ständigen Betrieb, vom mich selbst bestätigen und mich selbst beweisen müssen. Anbetung lehrt uns, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, und zwar nicht nur in der Hostie, sondern liebesfähig zu werden für seine Herrlichkeit in jedem Geschöpf, vor allem in jedem Menschen. Ich habe jetzt noch viel Zeug da stehen, aber meine Uhr ist schon länger abgelaufen. Ich möchte euch noch ein letztes Zitat sagen. Gott ist nicht nur deshalb herrlich, weil nichts für ihn zu groß ist. Gott ist vor allem auch deshalb herrlich, weil in seiner Liebe zu uns für ihn nichts zu klein, nichts zu verwundet, nichts zu niedrig, nichts zu dreckig, nichts zu sündig wäre, als dass er da nicht hineingehen würde. Kommt, lasst uns seine Herrlichkeit anbeten. Dankeschön.